Es folgt ein Beitrag von Freddy B. für mehr Vernunft beim Feuerwerken. Alle Inhalte beruhen leider auf wahren Begebenheiten. Silvester-Kriegszustand. Alle Jahre wieder herrscht am Silvesterabend Kriegszustand. Erste Grenzstreitigkeiten werden zum Leid der Mitmenschen oft schon Tage vorher mit Raketen und Böllern aus legalen und illegalen Munitionslagern sowie aus Schwarzbestand ausgefochten. Besonders an Silvester selbst könnte man meinen, dass die Uhren den ganzen Tag auf 12 stehen. Dessen fast sicher erfolgt um Punkt 12 Mitternacht die Korrektur dieser Fehlannahme. Es herrscht Krieg. Ein Krieg, bei dem Dutzende Menschen freiwillig auf die Straßen gehen, welche längst in bunten Flammen stehen. Alle Arten von Kraftfahrzeugen, egal ob mit 2, 4 oder mehr Rädern, bügeln mit Karacho an den Kriegsschauplätzen, die sich an den Straßenrändern und oft auch mitten auf der Straße formiert haben, vorbei. Allerdings ungeachtet der Gefahr, dass man im ungünstigsten Falle menschliche Kühlerfiguren sammelt. Der eigentliche Wahnsinn aber spielt sich in den einzelnen Krisenherden ab. Hier versuchen vermeintlich erwachsene Leute, leere Sektflaschen mit Böllern in die Luft zu jagen. Offensichtlich der Gefahr für sich und andere nicht bewusst. Was soll man auch erwarten, wenn man beim Kauf der Flammutensilien den Verstand als Pfand abgibt und den Rest mit Alkohol zum Schweigen bringt? Sprühdosen mit schaumstoffartigem Spaghetti-Inhalt werden nicht versprüht, sondern zur Explosion gebracht. Raketen werden mit der bloßen Hand nur am Holzstiel haltend in den Himmel geschossen. Böller werden von merkwürdigen Intelligenzen aus den oberen Stockwerken auf ahnungslose Passanten und so manches Getier herabgeworfen. Das gibt sicher einen schönen Neujahrsblockbuster, wenn Mensch oder Tier wie eine fünfte Adventskerze im Feuerschein abfackelt oder im harmloseren Fall nur das Herz des Betroffenen vor Schreck stehen bleibt. Mit viel Glück springt das arme Wesen vielleicht noch vor eins der rasenden Fahrzeuge und hat's gleich hinter sich. Hauptsache, die Kamera hat's drauf und der Regisseur ist zufrieden. Raketen, Feuerfackeln, Böller und sonstige lustige Sprengfallen werden grundsätzlich in der Nähe von parkenden Fahrzeugen gezündet. Egal, ob noch reichlich Platz in anderer Richtung vorhanden wäre. Solange das eigene Fahrzeug nicht beschädigt wird, ist das ja nicht so schlimm. Zu Silvester verstümmeln sich auch immer mehr Kinder. Und das im Beisein ihrer Eltern. Diese stehen meist halb und volltrunken daneben und sehen in aller Ruhe zu, wie sich ihre Sprösslinge damit vergnügen, sich und anderen Spielkameraden gegenseitig Böller zwischen die Füße zu werfen. Oder Feuerfackeln gleich in der nackten Hand in Freiheitsstatuenpose beim schönen Abfackeln zu betrachten. Ist doch alles nicht so schlimm. Verbrannte Klamotten kann man neu kaufen. Für verbrannte Körperteile gibt's auch ausreichend Transplantationsmöglichkeiten und Prothesen. Und wenn's ganze Kind brennt, ist auch nicht so schlimm. Macht man halt zusammen ein neues. Wird ja pünktlich zum nächsten Silvester geliefert und kann dann vielleicht sogar schon eine Wunderkerze halten. Gelegentlich durchbrechen blaue Rundumleuchten den dichten Nebel aus Verbrennungsrückständen. Hat sich wohl wieder jemand selbst gesprengt. Oder andere. Oder andere und sich selbst. Bei so viel Leichtsinn und Unvernunft brauchen wir in Deutschland wohl keine Angst vor Terror und Bombendrohungen aus dem Ausland zu haben. Offensichtlich haben wir selbst genug Leute dafür. Wenn sich jemand erfolgreich die Hände weggesprengt hat, verspürt man bei all dem Irrsinn im Umgang mit Explosivstoffen durchaus den starken Drang, erst einmal mit den eigenen Händen Beifall zu klatschen und dann erst erste Hilfe zu leisten. Tja, und wenn die Leute dann keine Lust mehr haben, die Explosivstoffe sorgsam aufzustellen, werden Einkaufswagen zu Panzern umfunktioniert oder gleich die Plastiktüten und Wäschekörbe mit der verbliebenen Munition angezündet und beim Brennen und Schmelzen beobachtet. Die dabei entstehenden Dämpfe sollen im Übrigen gar nicht mal so gesundheitsschädlich sein.
Den vorbildlichen Eltern wird dann aber oftmals schon langweilig und lassen die Kinder unbeaufsichtigt noch mit den restlichen Knallkörpern spielen. Man kann sich ja neue kaufen. Knallkörper meine ich. Same procedure as every year, denn dann geht der Wahnsinn in die nächste Runde. Dies alles spielt sich in nur circa 30 bis 45 Minuten ab. Und am Neujahrsmorgen, die letzten Rauchschwaden halten sich hartnäckig in engen Gassen und Hofeinfahrten, liegt im hellen Tageslicht all das ausgebrannte, teilweise noch leicht glimmende Kriegsgerät auf den Straßen und wartet auf die lieben Leute von der Straßenreinigung, die es schon wegräumen werden. Wenn nur jeder Krieg so schnell vorbei wäre. In diesem Sinne, Prosit Neujahr!